Mann. Spielst du gerne in deiner Freizeit? Ja, sowas ist schwer zu spielen, weil ich wohne alleine. Okay. Aber wenn ich bei meinen Eltern bin, spielen wir schon gerne mal so Brettspiele, okay. um halt abzuschalten. Du hast dir hier jetzt Mühle ausgesucht. Warum? Hast du irgendwie mit Mühle einen besonderen Bezug? Mein Patenonkel hat mich damals immer besiegt. Und dann war es halt immer mein kleines Ziel, irgendwann ihn zu besiegen. Jetzt habe ich eine. Jetzt darf ich dir einen nehmen, gell? Ja. Den da. Wir sind ja hier im neuen Mannschaftsbus vom Jan. Was macht sie auf so einer langen Auswärtsfahrt? Videos gucken, Filme gucken, die einen oder anderen lesen Bücher. Die in den bayerischen Kartenspielen involviert sind, spielen halt Watten oder Schafkopf. Und ja, und manche schlafen natürlich auch. Ups. Das war blöd. Was war deine schlimmste Auswärtsfahrt bisher? Meine schlimmste Auswärtsfahrt war, boah, muss ich gut überlegen. Ich glaube, das war damals noch bei Düsseldorf 2. Da hatte ich, glaube ich, nicht mal mehr einen Platz zum Sitzen, musste mich auf den Boden setzen. Wir haben hier übrigens einen Gast, Zuschauer, Olli Hein. Der verdreht schon die Augen, weil wir so einen Schmarrn zusammen spielen. Ja, weiß ich schon. Wie sieht dein perfekter Morgen aus? Mein perfekter Morgen? Ja, im Wachwerden, im Bett erstmal liegen bleiben, nichts tun. Ja, erstmal so die Nachrichten durchgucken, was es so Neues gibt auf der Welt. Vielleicht ein bisschen mit dem Handy spielen. Dann irgendwann mal langsam frühstücken. Einfach nur den Tag genießen und nicht viel machen. Nicht an Fußball denken. Ja. Du bist dran. Was bedeutet für dich Bayern? Du bist ja kein nicht ursprünglich aus Bayern. Was für mich Bayern bedeutet, ja, die Sprache auf jeden Fall. Ich verstehe sie auch jetzt immer mehr, aufgrund auch von meiner Freundin, die Familie. Die kommt ja aus dem tiefsten Bayern. Wo genau ist es? Böbrach heißt das. Das ist in der Nähe von Bodenmais. Bayern ist für mich eigentlich ja, eine Gesellschaft, die total fröhlich ist, total nett ist, offen. Und ja, das ist für mich eigentlich Bayern, sich halt wie in der Familie wohlzufühlen. Was war für dich eigentlich immer das realistische sportliche Ziel, das du dir immer so hoch gesteckt hast? Also war es tatsächlich die erste Bundesliga oder sagst du, für mich war zweite Liga eigentlich immer das, was ich für mich einschätzen habe können, dass ich schaffe? Aber mein Ziel war es einfach, ja, alles aus mir rauszuholen, so hoch wie möglich zu spielen. Und das, was kommt, nehme ich mit. Wenn es halt nicht klappt, dann weiß ich halt, dass ich vorher mich anders orientieren muss. Und da habe ich mir nie so einen Druck gesetzt. Ja, jetzt ist es sowieso vorbei. Okay. Spiel vorbei. Vielen Dank. Ich nehme dir den Druck.